Ich wünschte, die Nacht würde nie zu Ende gehen. Keine Ritter auf weißen Hengsten und ähnlicher Unsinn? Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Das kann ich beweisen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Kann ich mir das leisten? Ich habe ihn gespeichert. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. Wo soll ich denn... Ich habe 3300, aber ich würde mir gerne Rüstung kaufen. Kann ich ihr was schenken? Ich könnte ihr einen Ring zeigen. Geht wahrscheinlich nicht. Ha, ihr macht Witze. Verschwindet, Penner. Ja? Ich wollte euch nicht beleidigen. Nichts für ungut. Gebt auf euch Acht. Okay. Sie ist nicht beleidigt, das... Nichts. Das freut mich. So, gibt's noch mehr Leute? Eine Kurtisane, schaut, die heißen alle Kurtisanen. Ich glaube, wenn man mit der die Nacht verbringt, dann zahlt, dann hat das auch einen Grund, weil die einen speziellen Namen hat. Und wie gesagt, die sieht aus wie die vom Spiegel. Ihr würdet verstehen, warum ich hier bin, wenn ihr meine Frau kennen würdet. Okay. Ihr würdet verstehen, warum ich hier bin, wenn ihr meine Frau kennen würdet. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der es sich leisten kann, hier unterhalten zu werden. Die da draußen kostet 500. Ich habe 3400. Wie viel kostest du? 80? Heute. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der es sich leisten kann, hier unterhalten zu werden. Juhu. Das kannst du nicht wissen. Ich bin erschöpft. Alter, da guckt fast der Schritt raus. Vor dem Krieg mit ja, okay, das muss so sein, aber... Harte Arbeit muss belohnt ja. Werden. Viele Kunden heute. Da und? Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Wir bedienen nur die Oberschicht, Süßer. Ich bin ein Hexer. Das reicht ja wohl, oder als Begründung? Wir haben geschlossen. Die Herrin der Nacht empfängt nicht jeden. Ich habe etwas für eure Herrin. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell und macht was damit. Verschwindet! Ich dachte, das hier sei ein Bordell. Das ist das Haus der Nacht. Das beste Bordell in Temerien. Nichts für Vagabunden in zerrissener Lederkluft. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr nicht. Das habe ich auch nicht vor. Ihr Dreckkerl! Nimmt da, also... Warum? Warum muss ich gegen den jetzt kämpfen? Reicht's? Ich meine, ich werde das jetzt nicht speichern. Wenn das jetzt böse ist, kann ich ja nichts für. Ich will verdammt sein. Tretet ein. Was bist du für ein Leibwächter, bitte? Und dann geht der auch noch. Ja, ich kann zur Königin der Nacht. Die Schwester der Gnade. Das sind drei... Wow. Alle Ladies. Muss verdammt langweilig sein hier oben. Ah. Hallo. Wie unhöflich. Uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet ihr nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? Ich will das Lebt nicht. Lebt wohl. Ich will jetzt... Ich will das jetzt nicht machen. Also, ich will jetzt da noch nicht reingehen. Ich will den unten nicht verprügeln, weil es einfach uneingeladen ist. Genauso wie es gesagt hat.
Vielleicht ist Geralt so ungehobelt, aber nicht so, als würde er jemanden verprügeln. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt raus. Und gehen zum Templerviertel. Vergesst eure Stellung nicht. Was trinken wir jetzt ganz schön? Da können wir mal den einen Sensor anbringen. Dann können wir zu Kalkstein gehen. Wir können in Dreimals Haus vorbeischauen. Wir können ins Gasthaus schnell gucken. Ich rede mal mit Vincent. Seid gegrüßt. Hallo, Blackbeard. Gibt es neue Ungeheuer zu erlegen? Darum kümmere ich mich nicht mehr. Redet mit dem königlichen Jägersmann. Ihr findet ihn auf einem Hügel unweit des Neunarakord im Händlerviertel. Okay, lebt danke. Wohl. So, der Sultan ist auch weg. Sultan, hey! Ja? Keine Ahnung. Der Moment Zeit. Habt ihr einen Moment? Was liegt? Nein. Also, ja? Dann nicht. Lebt. So, ich gehe gleich zum Gärtner, der hat was für uns. Gärtner. Ja, bla. Ich bin wegen Anzeige hier. Wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Damit bin ich fertig, kann das auch beweisen. Ausgezeichnet. Danke. Wachst, meine Schönen. So, ich habe den Belohnung für die echte Explosion 100 Ohrringe zahlt. Aber wenigstens Level Up. Also, die 100 Ohrringe waren es jetzt aber nicht, also das. Die 100 Ohrringe waren echt mickrig. Für das, was ich durchgemacht habe, jetzt genau genommen. Müßiggang macht mich gereizt. Kalkstein. Kommt von Kalkstein. Definitiv Kalkstein. Kalkstein? Hallo? Da ist wieder alles befüllt, oder was? Anscheinend. Einkaufen, der Junge. Wurde auch Zeit, nachdem ich ihm die halbe Bude ausgeräumt habe. Ist mir egal. Ja, die Birne kann er auch behalten. War da nicht mal ein Bett? Bin ich in Kalksteins Haus? Teleporter bei Kalksteins Haus. Gut, dass ich den jetzt entdecke. Wieso, wo ist denn der? Sumpfungeheuer, habe ich gelesen bis jetzt. Scheiße. Wo ist denn der? Einmal speichern, bitte. Ja, ich habe so einen Teleport gefunden. Blablabla. Zum Turm im Sumpf. Ist der. Der ist im Turm gelatscht. Der ist zum Turm gelatscht. Hey, Kalkstein! Yo, Bro! Seid gegrüßt! Was macht ihr denn in diesem Turm? Endlich! Ich habe so lange gewartet! Kalkstein! Die größte Entdeckung meines Lebens! Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient! Probiert und nicht besser! Okay, ich muss den Turm betreten, habe ich erledigt. 1000 Orins. Den Podcast-Star Kalkstein übergeben. Kalkstein. Yay. Ja. Was mit dem Buch? Was machen eure Forschungen? Ich habe eine neue Theorie. Ein Meilenstein der Alchemie. Alles besteht aus Teilchen, die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Nennt man Atome. Sie sind ständig in Bewegung und wirken aufeinander ein. Ich kann es noch nicht beweisen, aber ich arbeite daran. Vielleicht könnt ihr mir später davon erzählen. Ja. Nimm doch dein Buch. Gebt auf euch acht. Was soll ich mit dem Buch? Das kann ich nicht verkaufen. 500 Orins noch. Dann hätten wir
Moment, irgendwas mit 500 Orens. Genau, hätten wir den Sturm nicht geholt, könnten wir uns jetzt die Lederrüstung leisten. Nichts Interessantes mehr. Dann können wir jetzt eigentlich zurückgehen, weil im Sumpf haben wir jetzt auch nichts mehr zu tun. Weil genau genommen im Sumpf. Nee, im Sumpf, also. Kackstein sein Labor. Weil im Sumpf gibt's. Ich weiß nicht, wo der Junge sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir die Quests noch überhaupt haben. Ah, das verlorene Lamm. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo die sein könnte. Es fliegen laut. Seht ihr diese roten Dinger auch oder seht ihr das nur ich? Das sind links und rechts und oben und unten fliegen so rote Dinger um Geralt und um. Jetzt, ne? Habt ihr es gesehen? Oder jetzt? Was ist denn das? Naja, egal. So. Eine Quest haben wir noch, die können wir doch schnell abgeben. Also, die Quest. Grundsätzlich nicht. Aber wir können das Teil, meinte ich, ne? Diese Rettung. Können wir es reinlegen für nur noch der Friedhof? Werde. Ich würde vorher noch schnell mit Siegfried reden, wenn der noch lebt. Ewiges Feuer. Kann ich hier mit einem Orden der Flammenrose? Siegfried sprach von euch. Ja. Es reicht. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Ja, er lebt noch. Siegfried lebt noch. Jawohl. Hallo. Ich bin ganz Ohr. Warum seid ihr hier? Ich frage mich, warum das Kriegsrecht verhängt wurde. Ich muss meine Einheit vorbereiten. Ich brauche aber in anderer Angelegenheit Hilfe. Wobei? Wir haben andere Probleme. Aber auf dem städtischen Friedhof sollen Leute verschwinden. Stellt Nachforschungen an. Winkt eine Belohnung? Natürlich. Sowie die Dankbarkeit des Ordens. Ich sehe mich um. Ich bete für euch. Danke. Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Das ist euer Job. Die Penner und flammende Speere des Zerstörers. Die Vorschläge sind echt bescheuert, weil die flammenden Speere der Zerstörung, das wäre so etwas, wo man sich denken würde, die haben jetzt die Leute, die Skortell niedergemetzelt, was ja auch nicht hätte sein sollen, ja. Man kann doch nicht einfach Leute töten, nur weil sie anderer Meinung sind. Das klappt so nicht. Die Skortell sind auch nicht viel besser, weil die greifen, die provozieren es ja, aber trotzdem kann man es so nicht machen. Na gut, ich nehme mal das erste. Flammende Speere der Zerstörung. So sei es. Flammende Speere der Zerstörung. Siegfried, wisst ihr etwas über die Angelegenheit auf dem Friedhof? Nur, dass sich kaum einer hineinwagt, weil es dort von Ghulen wimmelt. Es darf nicht sein, dass der Friedhof dem Stadtvolk unzugänglich ist. Richtig, sehe ich auch so. Auf bald. Gut, neue Quest. Auf dem Friedhof verschwinden Leute unter seltsamen Umständen. Siegfried bat mich herauszufinden, was da vorgeht. Können wir später machen. Und was ist das? Schlage ich mich wieder auf die Seite der Flammenrose, weil die mag ich lieber eigentlich als die Skortell. Auch wenn ich eigentlich zu den Skortell gehöre, weil das sind ja diese Anderlinge. Wie kamen es weg? Die Skortell, das sind ja die Anderlinge, aber ich kann trotzdem nicht anders. Es geht nicht anders. Ich kann nur mit den Skortell. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Hey Kellnerin, können wir ins Bett gehen? Habt ihr euch entschieden? Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz.
Mein Mann würde mir den... Vielleicht sollten... Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn... Auf bald. Mann, schade. So, Schankwirt. Verdammt. Puh, ich würde gerne auf meine Kiste zugreifen. Alter Schwede. Ja, roter Meteorit. Jetzt haben wir schon 4. Geil. Was brauche ich alles? Diamantenstab. Wow. Könnte ich mal einen drauflegen, ne? Ist der... Ich weiß aber nicht, ob der endlich ist, oder... Das weiß ich ja nicht. Ob der nicht endlich ist. Das Buch können wir verkaufen. Das haben wir auch gelesen. Können wir auch verkaufen. Können wir auch verkaufen. Das auch. Das mache ich dann noch alles schnell, ne? Mantelstaub nehme ich mit. Ja, wie gesagt, ich weiß da nicht. Stück, dann kann ich die 30 mal hier hinlegen. Kann ich das mal stacken? Ich nehme überall 20 Stück mit. Das sollte ja reichen. So. Von anderen, also 20 Stück sollten ja reichen, wenn ich die mitnehme. Von dem, was ich halt mehr habe. Ich 4 Stück mit, dann habe ich auch 20 Stück. Zack. Hier habe ich hier so viele. Zungen. 13. So. Okay. Das kann man eh mal wieder ordnen. So, damit da noch 31 können wir 11 wegtun. Das muss. Teilweise muss das auch sein. Ab und zu natürlich. Rest würde ich einfach so Spezialsubstanz lassen wir mal, weil wir haben, glaube ich, den Trank noch gar nicht. Also ich glaube, wir haben den Trank noch nicht. Gibt es irgendwas Spezialzeug, haben wir keines mehr, glaube ich, ne? Nee. Okay, weil wir alles so oft haben, deswegen maximal hier drinnen könnte es sein, dass wir versteckte Gegner sichtbar. Okay. Hier haben wir auch ein Rebis-Zeug. Salamandra Brosche haben wir 5. Na gut. Gehen wir nochmal raus. Wir haben eigentlich aber, glaube ich, nichts mehr zu tun, ne? Wir wären jetzt eigentlich fertig. Seht ihr mal auf die Minikarte. Der Lichtkegel, der Licht. Ah, wie geil. Ist mir noch nie aufgefallen. So, gibt's hier noch irgendeine Quest, was man. Da gibt's jetzt einen Zahnarzt, wo der Raimund vorher drin war. Interessant. Guck ich mal hin. Ich kann nicht herein. Ich muss mehr Spaß. Ich wollte doch irgendwas machen, glaube ich, ne? Keine. Was ist das denn? Zum Haus des Zahnarztes. Ja, Zahnarzt ist es jetzt. Ist wahrscheinlich auch wie. Hallo. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Zwerg. Keine Schmerzen in den Zähnen? Schmerz. Zahin. Von Beruf Zahnarzt. Geralt von Riva. Hexer, immun gegen Karies. Natürlich! Hexer töten Ungeheuer, korrekt? Im Allgemeinen ja. Auch Zahnärzte, aber eher selten. Ich bin nämlich Sammler. Ich sammle Zähne. Ah ja, braucht ihr noch welche? Sucht ihr noch Zähne? Natürlich! Je seltener, desto besser. Ich zahle. Ah, okay. Ich halte danach Ausschau.
Vergesst nicht, es müssen keine Ungeheuerzähne sein. Ich bevorzuge einzigartige Exemplare, hinter denen eine Geschichte steckt. Okay. Oh, scheiß drauf. Der kauft Ungeheuerzähne, das ist sehr schön. Gebt. Bis euch ein... Bis euch ein Zahn splittert. So, der Kiste ist nichts im Kleiderschrank. Nehme ich das Getränk, die Getränke mit. Im alten Regal wahrscheinlich was zu essen. Nehme ich auch mit. Ich glaube, das leere ich dann alles, wenn ich wieder in die... Wenn ich wieder in die... ins Gasthaus komme. Ist auch noch was... Alter, jetzt ist wieder das Inventar voll. Gerade ausgeleert und schon wieder voll. Na gut, da sammelt Bestienzahlen, ja? Können wir verkaufen. Er muss gerade nach oben gegangen sein. Na gut, ich sag's, wie es ist. Es ist vorbei. Huch. Was ist die? Die Augen sind so extrem gelb von Geralt. Egal. Also, es ist vorbei für die Aufnahme. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen. Genug gespielt. Wie immer muss ich nach Witcher auch noch vorbereiten fürs Codieren und Rendern, wie ich das so schön nenne. Damit ihr am Wochenende wieder Folgen habt. Ja, gut. Dann war's das für mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben einiges weitergebracht, glaube ich, diese Folge. Was ist das? Der Absturz von der letzten Aufnahme tut mir wirklich leid. Also, es tut mir wirklich leid. Das war jetzt ein blöder Cut, ja. Aber wir sind ja sowieso gestorben beim Golem. Beim ersten Mal. Also, beim zweiten Mal hat es dann hingehauen. Das war prickelnd. Sehr prickelnd. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt für andere Let's Plays, beziehungsweise für neue Let's Plays, immer her damit. Ich werde schauen, was ich machen kann. So, nehme ich einfach meine Liste weiter. Immerhin habe ich hier noch Splinter Cell, das sind ja auch noch drei ganze Missionen. Und Warframe habe ich auch noch, was aber so. Was eigentlich ein Teilzeit-Let's Play ist und kein Vollzeit-Let's Play, aber ich bringe es trotzdem jeden Samstag. Geht sich irgendwie aus. Sind ja so kurze Folgen. Ist okay. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Witcher. Und tschüss. Und ja. Bleibt geschmeidig bis dahin, ne? Tschüss.